Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von America Truck Simulator. Ich sehe schon mal ganz kurz hier, ist er hier, damit du gleich mal weißt, dass hier alles richtig ist. Hier OBS, OBS und so. So, das ist das, was ich gerade gemacht habe hier. Wow, Entschuldigung. Let's go. Kommt zu glauben, dass wir gerade mal Level 3 sind, ne? 23 meine ich doch. Level 3 wäre ein bisschen sehr wenig. Dass wir gerade mal 280.000 Dollar haben. Das ist alles irgendwie noch nicht so geil, ne? Und wir haben immer noch Kredit. Ich meine, gut, wir können die mittlerweile nur zurückzahlen. Das wäre vielleicht gar nicht mehr so eine schlechte Idee. So. Jetzt haben wir nur noch 5.000, aber dafür haben wir keine Zinsen mehr und dann können wir bald wieder anfangen, nur Mitarbeiter anzudingstern. Wie sieht es eigentlich aus, Garage-Manager? Wir haben aktuell die große in Phoenix und wir haben ja auch schon einen. Ob ich noch zwei LKWs hole? Warte mal kurz, warte mal kurz. Fahrer, LKW, LKW-Händler. Was hat der so im Angebot? Der hat natürlich hier die ganz guten alten, aber ich glaube, von denen haben wir ja schon welche, ne? Da haben wir hier ja schon unseren wunderschönen. Ich glaube, ich bleib mal doch wieder bei Peterbilt und kaufe noch zwei davon. Achso, ich muss erstmal die Garage muss ich. Aber warte mal ganz kurz. Ich mach mal kurz den Quick Save. Bevor wir hier anfangen, komische Sachen zu machen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es draußen gerade ein bisschen heller wird. Kann man es gut erkennen auf meiner Kamera? Ah, siehst du? Seht ihr? Draußen ist es ein bisschen heller. Hier sieht man auch den Hintergrund ein bisschen. Es war immer noch bewölkt, aber nicht mehr so dunkel bewölkt wie vorhin. Immer noch eine graue, matte Schicht. So, Quick Save. So, jetzt wo wir gesaved haben, gehen wir mal zur Bank und machen mal hier. So, jetzt würde ich mal gerne den Garagemanager aufrufen, dich vergrößern. Na komm. So viele Texturen musst du gar nicht nachladen. Jetzt tu mal nicht so. Tada! Sieht schon echt schnieke aus. Ich wüsste gerne, wie wir es gemacht haben, dass man in den Fenstern, dass es in den Fenstern aussieht wie mehrere Ebenen, obwohl es eigentlich nur eine Textur ist. Ich weiß, da gibt es verschiedene Arten, sowas zu implementieren. Aber die Frage ist halt, wie die es hier implementiert haben. Weil die einfachste Art ist wirklich einfach mittels Shader die Textur zu alternaten. Also je nachdem, aus welchem Winkel die Kamera, also aus welchem Winkel die Kamera auf die vordere Textur auftrifft, kannst du die hintere Textur einfach versetzt einblenden. Also so kriegt man das am billigsten hin. Und solche Sachen. Also wie gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja, aber ja. So, jetzt machen wir LKW-Manager und gehen mal zu Peterbilt. LKW-Händler meine ich doch. So, wir wollen Peterbilt noch zwei Stück kaufen. Online kaufen. Besuchen geht gerade schlecht, weil wir sind gerade auf einer Mission. So, Flottenkonfiguration. Da haben wir ja hier den etwas, den die auch die anderen beiden Kollegen haben. 150.000. Eieieiei. Ich meine, warum nicht, ne? Let's go. Kaufen. Kaufen. Wo ist die andere Garage? Da. Kaufen, kaufen, kaufen. Und kaufen. Kaufen, kaufen. So. Was wir jetzt noch brauchen, ist die Arbeitsagentur. Wir brauchen noch ein bisschen Frischblut. Wobei, mal gucken. Wir sind ja aktuell ausgewogen, ne? Wir haben uns. Zwei, drei, vier, fünf. Oh. Wir haben gerade mal drei Damen.
Okay, das ist nicht sehr ausgewogen. Dass da Twitter noch gar nicht explodiert ist, verstehe ich nicht. Digga, ich müsste ja direkt auf dem Index landen. Gut, das heißt, wir laden mal zwei Damen ein. Was jetzt? Fahrer mit einer Arbeitsagentur. So, Fahrer einstellen. Was haben wir denn da? Die sieht doch nicht aus wie eine Truckerin, ganz ehrlich. Die sieht aus wie eine, weiß nicht, Blumenverkäuferin oder so. Wieso haben wir bisher nur so wenig? Wir haben noch zu wenig Dingsabums da, ne? Sag schon. Zu wenig. Weißt du schon. Boah, Alter, der hat ja ein riesiges Level, Alter. Boah, Alter. 5,8 einfach auf der Richterskala. Ah, das ist aber schön. Komm, die nehmen wir einfach mal hier. Einfach weil er gerade, ne? Weil er sich bei uns beworben hat. Oder, naja. Ist ja nicht, dass er bei uns beworben ist, sondern wir rufen ja beim Arbeitsamt an und sagen dann, ja, habt ihr hier eigentlich ein paar Bewerber, ihr Bitches? Und wieder heißt es denn ja oder das heißt nein. So, ansonsten, alles, was hier so dazu kam, ist halt super enttäuschend. Also hier ist halt nichts dabei, was in irgendeiner Weise irgendwie brauchbar aussieht. Die haben ja alle keinen einzigen Punkt in Fernfahrer. Ich warte einfach noch. Komm. Beziehungsweise, weißt du was? Wir stellen einen ein, aber halt nur erstmal temporär. Stelle ich den Dude ein. Also so ganz auf die temporäre A Basis. Die haben halt alle keinen Punkt in Fernfahrer. Digga, was ist denn hier los mit dem Arbeitsmarkt? Fachkräftemangel, soweit das Auge reicht hier, Fahrer einstellen. Und der wird dann wahrscheinlich später wieder gefeuert. Sobald ein anderer günstiger kommt. Schon wieder einer oder eine ohne Fernfahrer. Ich meine, wäre zumindest eine Frau, ne? Hätte man zumindest mal Fahrerquote. Komm, machen wir auch. Ich schmeiße den anderen direkt wieder raus. Hab keinen Bock. Fahrermanager. Ich meine, der wird wahrscheinlich drinnen bleiben. Einfach weil er so gute Werte hat. Der hat bessere Werte als die meisten, die wir haben. Wobei dafür haben die meisten, die wir haben, schon Fernfahrer sehr weit ausgebildet. Und er hat halt Fernfahrer sehr wenig. Ist halt im Vergleich dazu, ne? Den können wir mal direkt entlassen. So, dann machen wir hier nochmal Arbeitsagentur und stellen jetzt die Dame ein. Ihr Gesicht, Alter. So, das ist es. Sie ist sympathisch. Das ist völlig, ne? Natürliches Lächeln, ne? Ordentliche Ausstrahlung. Das ist sympathisch. Ne? Sowas suche ich für meine Firma. Ne? Sie muss die Firma ja auch repräsentieren. Ja. Okay, so, jetzt machen wir mal nochmal hier Fahrermanager. So, die haben wir mittlerweile alle, die beiden haben wir schon ausgeglichen. Sie ist auch ausgeglichen. Er ist auch ganz ausgeglichen. Und, achso, gut, er braucht auch noch einen Punkt. Okay, genau. Er braucht noch einen Punkt. Sie hat schon alle 5 Punkte, das heißt, sie kann auch ausgeglichen sein. Und sie kann auch ausgeglichen sein. So, er ausgeglichen. Nee, ich mache den direkt zum Fernfahrer. Er ist schon ausgeglichen. Naja, obwohl ausgeglichen. Er hat da 6 Punkte. Ja, eben 6, nicht 5. Was laber ich schon wieder? So, und sie mache ich auch direkt Fernfahrer. Das Schöne ist bei ihr, sie hat bereits die beide jeweils einen Punkt. Das heißt, wenn ich ihr erst noch Fernfahrer gebe, hat sie schon mal sehr viele lukrative Angebote. Was so Frachten so angeht, ne? Also, sie ist wirklich Gold. Also für Anfänger ist es Anfängergold. Ja. So, ein ungeschliffener Rohdiamant, wie man so schön sagt. Genau. Let's go. Jetzt haben wir noch 90.000 übrig und wieder ganz viel Schulden auf der Bank. Aber ist uns egal, wir verdienen auch ganz viel Geld. Yay. So, direkt nochmal speichern. Hier, wow, was ist denn hier los? Oh my goodness. This is the end of the world. Let's go. Gab ja auch so ein Lied von Hollywood Undead, ne? The end of the world. Ich weiß gar nicht mehr, von welchem Lied das war. Ich habe gerade überhaupt nicht auf die Ampel geachtet. War gerade rot? Ich bin gerade einfach losgefahren.
Hoffentlich war gerade grün. Digga, bin ich halt einfach losgefahren, ne? Lol. Ich glaube, das war bei dem Lied City von Hollywood Undead. Wo da Danny, oder war es noch Deuce? Ich glaube, das war schon Danny. Wo Danny da in dem Refrain da. It's the end of the world. Die Melodie kriege ich halt nicht ganz im Kopf hin. Aber. Ich muss mal wieder mehr Hollywood Undead hören. Ist eine geile Band. Die neueren Lieder, die sie jetzt machen, nicht mehr so. Die sind mittlerweile sehr erwachsen geworden. Dementsprechend ist dieser ganze jugendliche Leichtsinn raus. Deswegen machen sie keine so aggressiven Lieder mehr, was ich relativ traurig finde. Aber so in ihrer Blütezeit, so vor 10 Jahren und so, die Songs, die sie da gemacht haben, ist sehr geil. So, hier gehen wir mal auf die Spur. Und dann muss ich... Ach so, ich dachte, hier ist jetzt da abbiegen. Aber nee, der ist tatsächlich erstmal... Ihr könnt also doch schon auf die Spur gehen können. Egal. Ja, wie gesagt. Die Lieder, die Hollywood Undead früher gemacht hat. Sehr geil. War quasi so eine Mischung aus Rap und Rock. Und das hat eigentlich schon vieles. So, dann turnen wir hier mal. War noch voll gelb. Ich habe es genau gesehen. So. So, und hier müssen wir jetzt auf der Autobahn rauf, ne? Wenn ich das jetzt gerade richtig interpretiere. Ja, doch. Dort ist genau die Spur. Exit only? Digga, wir fahren hier gerade rauf. Was ist denn los mit dir? Lässt du mich vorbei? Ja, lässt mich vorbei. Sehr schön. So, 65 dürfen wir. Die werden wir zwar aber wahrscheinlich nie erreichen. Aber ich gar nicht weiß warum. Wir haben noch einen relativ starken LKW. Dieser Auflieger hat einfach zu viele Achsen. Da ist so viel Reibung. Nicht hey. Mitten auf der Autobahn bei 80 Meilen pro Stunde erstmal Hänger abkuppeln, klar. Oh, 75. Aber wer geht eigentlich, ne? Wir haben jetzt schon 60 Mal pro Stunde. Oh, 80. Langsam fange ich an, Texas zu mögen. Übrigens hat er auch, ich glaube, es war Oliver, bei den YouTube-Kommentaren geschrieben, ne? Also 80 mph sind genau 128 km/h. Ich bin immer so ein bisschen so am ganz grob überschlagen, wenn ich sage, ne? Also 1 mph wären 1,6 km/h, so grob. Das heißt, so im Kopf überschlagenerweise rechne ich halt immer mit dem anderthalbfachen, also 1,5. Das wären also bei 80 mph, wenn es 120 km/h. Und ich meine ganz ehrlich, wenn es halt im echten 128 sind, die 8 km/h, da kannst du
beim Überschlagen erstmal grob drauf scheißen. Von daher. Aber eben, das sind halt mindestens 120 km/h. Und das ist natürlich. So viel kannst du halt auf keiner europäischen Autobahn fahren. Mit einem LKW. Das ist schon krass. Und es gibt da hier, wie gesagt, auch glaube Autobahnen in Amerika oder Freeways, wo du mit 100 fahren kannst. Was dann halt einfach mal 160 km/h wären. Aber ich weiß gar nicht, 100? Kann man 100 fahren? Ich weiß gerade gar nicht, was hab ich schon alles gesehen. Also ich bin mir zumindest ziemlich sicher, dass ich schon mal auf dem Freeway gefahren bin, wo ich 90 fahren dürfte. Aber mir fällt jetzt gerade keine Stelle ein. Kann also sein, dass das nur gerade ein Wunschtraum von mir ist. Naja, auf jeden Fall, wie man sieht, mindestens 80 dürfen wir fahren. Es gibt also mindestens Autobahnen, wo man 80 fahren darf, also 120 km/h. Das ist halt schon geil. Aber das ist halt auch der Vorteil, der halt darin begründet ist, dass halt in Amerika alles viel weiter ist. Ja? In Deutschland oder in Europa ist ja alles so eng gebaut, so eng besiedelt, dass auch die Autobahnen teilweise sehr enge Kurven haben. Da ist es wahrscheinlich nicht vertretbar, da so viel zuzulassen für LKWs. Für Autos gibt es ja keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Anders in Amerika, da haben selbst Autos eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber eben, dafür dürfen dort auch alle, also auch die LKWs schneller fahren. Van Horn. Was ein Funny Horn. Ich finde bei hier immer diese. Das hier sieht so. Ich weiß nicht, ob ich es im Echten cool finden würde. Oder ob es mich irgendwann nerven würde. Aber also zumindest so beim dran vorbeifahren sieht es zumindest schon mal cool aus. Oh, schon haben wir 72 drauf. Sehr geil. Na, wie gesagt, der LKW braucht natürlich ein bisschen zum Beschleunigen, keine Frage. Aber ich meine, er macht's. Jetzt habe ich schon mal 70. So, dass sich gerade der weiße Audi-Fahrer in die Hose gemacht. Und wir haben die 80 erreicht. Gut, hier geht es so gerade ein bisschen bergab. So eine Gegend finde ich halt geil. Das Problem ist halt, du wirst halt in so einer Gegend nicht wohnen. A, es ist scheiße heiß. Und B, du hast halt keinerlei Infrastruktur. Aber auf der anderen Seite, so als, ich sag jetzt mal, als Kurzurlaubsort, so Picknick machen oder sowas. Oder halt dran vorbeifahren. Es sieht halt so cool aus. Diese weiten Steppen. So, da vorne schon wieder Party. Was macht der vordere LKW? Rechts neben ihn ist noch frei. Warum zieht er nicht nach rechts? Er ist eine Schande für unser Berufsbild. Bäh. So, wir müssen nach rechts. So, sehen wir mal, hier mit Schmack ist vorbei. Aber doch nicht. Und schon sind wir der die Straße blockiert. Na komm, ja. Okay, langsam wird's.
Handelt nur noch um Stundenhandel bei unserem langen Auflieger. Schön, auch die Berge da hinten in der hier, guck mal, da, wie weit hinten dieser Berg ist. So eine Landschaft. Ich weiß noch damals bei der bei den ersten ETS-Versionen, wo du halt wirklich immer gesehen hast, wie begrenzt die Entfernungen waren, wie schnell sie da angefangen haben, mit irgendwelchen PNGs zu tricksen. Aber gerade hier in Amerika, die ganzen weiten Steppen, das haben sie halt wirklich extrem gut umgesetzt. Vor allen Dingen trauen sich halt mittlerweile auch sehr weite Flächen zu bauen. Ich meine, klar, die Rechner haben halt mittlerweile genug Leistungsreserven. Andererseits verschließt man sich damit natürlich den Markt von den eher leistungsschwächeren Geräten, wie zum Beispiel Laptops. Oder halt so klassische Büro-PCs, die können auch schon Probleme haben, aber gut, ich meine, bei denen kann man dir die Grafik runterstellen. Ja, guck mal da vorne am Horizont, wie weit dieser weg ist. Hat das schon. Schon echt beeindruckend. Sowas siehst du in ETS nicht so häufig. Boah, Alter, die stockert ja gerade ultra. Ja, siehst du? So was kommt davon, wenn man sich weit gucken kann. Die ganzen Gebäude da hinten bringt gerade irgendwie die Ladeperformance ins Wanken. Maus, mach dein Ding. So. Ich bräuchte zwei Mäuse. Eins für mein Lenkrad und eins für die Kamera. Dieses hin und her schalten. Da musst du dann erstmal wieder mit dem Lenken wieder reinkommen. Wieso fahre ich eigentlich auf der linken Spur? Kann man das für irgendjemand erklären? Aber so mit 80 zu fahren ist schon ganz sinnvoll. Weil, ne, langsamer wäre halt langsamer. Wow. Und wenn du schneller fahren würdest, würdest du bei dem LKW langsam in dem Drehzahlbereich kommen vom Motor, wo der Motor dann sehr ineffizient wird. Das heißt, du extrem viel Sprit verbrauchst für 3 mph mehr. So, jetzt also bei 1500 RPM, das ist halt noch, ich sag mal jetzt nicht weit im grünen Bereich. Aber zumindest halt noch im grünen Bereich. Wenn wir jetzt hier mit 90 fahren würden, mit 90 mph, dann wärst du halt schon relativ nah an der 2000er Grenze. Und dann verbrauchst du dann halt auch wesentlich mehr Sprit für die paar mph mehr. Von daher finde ich 80 schon auch am sinnvollsten.
Ich meine, ich weiß nicht, ob wir es effizienter fahren würden. Wenn ich jetzt manuell fahren würde und den auf den 17. oder auf den 16. runterschalten würde. So, dass er mit der Motordrehzahl noch ein bisschen weiter runter geht. Und dann haben wir natürlich auch weniger Antriebsleistung, klar. Aber ich meine, wir haben ja bereits die 80 mph erreicht. Wir müssen diese also bloß noch halten. Dafür reicht niedriger Gang auf jeden Fall aus. Was laber ich? Wenn ich mit dem Gang runtergehe, erhöht sich doch die Motordrehzahl. Ich müsste mit dem Gang hochgehen. Okay, vergiss, was ich gesagt habe. Ich war schon wieder dumm wie Stulle. Eben, wir bräuchten mehr Gänge nach oben hin. Damit die Motordrehzahl weiter runtergehen kann. Ja, ja, okay. Ist noch früh am Morgen. Diese Felsformationen hier, diese Felsfronten oder Schluchten oder so, haben schon was. Wow. Da habe ich gerade ein bisschen zu hart meine Maus angebumst. Das ist halt das Problem mit einer hohen Empfindlichkeit bei der Maus. Wenn du da einmal also aus Versehen irgendwie rankommst an die Maus seitlich oder so, je empfindlicher die Maus eingestellt ist, desto größer ist der Impact in-game. Also, da verrückst du die Maus gerade mal 2 mm und lenkst sie einfach mal komplett in den nächsten Baum. Geil. Aber ich fahre halt so super gerne. Als ich die Maus kaum bewegen muss. Wie nur noch 75? Wollt ihr mich verarschen? Oh, Flugzeug. Was gerade abstürzt. Und jetzt landet. Lol. Lieber mir auf die Straße konzentrieren. So, dann wollen wir mal ein bisschen Gas rausnehmen. So. 75. Wie ihr befiehlt, Eure Majestät. Ja, wie ist das eigentlich? Hier gibt es keine Parktaschen oder so, ne? Da, gut, das sind schon wieder 80. Das heißt, zum Pause machen, wir müssen einfach mal günstig auf den Punchstreifen stellen. Oder kommt da vorne was? Ich glaube, da vorne kommt was. Ja, da vorne kommt was. Geil, gut. So, was ist jetzt hier was? Warum sind die Schilder falsch rum? Ach so, weil das für gar nicht für uns gedacht ist. Links, rechts? Sieht beides gut aus, ne? Da sind wir drauf. Kommen auch alle dran vorbei. Sehr schnieke. So. Yep. Der Mülleimer sieht aus wie aus Pisa. Okay. Das soll es mit der Folge gewesen sein und dann sehen wir uns in der nächsten Folge dann wieder. Bis dann.